Hi und herzlich willkommen zurück zu Fallout New Vegas. Wir haben ja herausgefunden, dass diese nette Dame, Jeannie Mae Crawford, etwas mit dem Verschwinden von Boons Frau zu tun hat. Und jetzt ist unser Auftrag, ihr mal den Vorschlag zu unterbreiten, sich vor den Dino nachts zu stellen und darauf zu warten, eine Kugel durch den Kopf zu bekommen. Natürlich müssen wir das noch etwas schmackhafter rüberbringen, aber wir werden es schon schaffen. Hoffentlich entspricht alles Ihren Wünschen. Noch nicht ganz. Und was tut sich in der Stadt so in letzter Zeit? Mal sehen. Dusty McBride hat ein paar Brahmin verloren. Aber daran dürfte vor allem die Hitze schuld sein. Eigentlich ist es ziemlich ruhig. Ranger Andy ist immer noch verletzt. Aber die beiden netten Scharfschützen überwachen Tag und Nacht die Straße und halten Abschaum von Novak fern. Sie sind ein echter Segen. Ja, ja. Wo kann ich mich mit Vorräten eindecken? Schauen Sie mal bei Cliff Briscoe im Dino-Bite-Geschenkeladen vorbei und sagen Sie, dass ich Sie schicke. Schätze mal, dass ihm in diesem Dino-Bauch langsam langweilig wird. Er dürfte sich über Gesellschaft freuen. Erzählen Sie mir über Rapcon, aber was... Ich weiß nur das, was ich gehört habe. Angeblich sollen vor einer Weile Ghule dort rein sein. Von Zeit zu Zeit hört man auch Lärm aus dieser Richtung. Explosionen oder sowas. Hüten Sie sich vor Fremden. Hoffentlich entspricht alle... Wie komme ich möglichst schnell raus aus dieser Müllhalde? Von mir aus können Sie einfach aus dem Fenster springen, mein Herr. Sie haben kein Recht, hier reinzukommen und unsere Stadt zu kritisieren. Die Leute arbeiten hart, um sie sauber und sicher zu halten. Wir tun, was wir können. Aber es gibt wohl immer so pingelige Typen wie Sie, denen man es einfach nicht recht machen kann. Tut mir leid, das habe ich nicht so gemeint. Die Stadt hier scheint ganz nett zu sein. So ist es. Aber das weiß nicht jeder zu schätzen. Verdammt nochmal. Was habe ich denn jetzt wieder übersehen? Gucken wir doch mal. Mal vor den... Können wir ja mal aufsetzen. Boom Spirit. Was wollte ich jetzt noch machen? Genau, warten, bis es Nacht ist. Vielleicht liegt es daran. Warten wir mal 10 Stunden. Ach verdammt, falsche Taste. Ja. 10 Stunden später. Hoffentlich entspricht alles... Verdammt nochmal, wieso geht das nicht? Das ist jetzt seltsam. Zeig uns dieser Questpfeil jetzt hin. Boah, jetzt bin ich echt verwirrt. Wir haben doch die Quest angenommen, oder? Das mal raus. Das ist wirklich komisch. Ich meine, wir haben jetzt die Urkunde schon gefunden. Sprechen wir vielleicht einfach nochmal mit Boon drüber. Vielleicht müssen wir ihm erst sagen, wer es ist. Hey, Sie sind wieder da. Das nenne ich... Sie sollten nicht hier sein. Und... Ach stimmt, er will nicht mehr mit uns reden, oder? Ach, verdammt. Wie überrede ich die denn jetzt, dass sie... Das verstehe ich nicht. Ich meine, wir haben jetzt rausgefunden, dass die irgendwas damit zu tun hat. Oder... Ach verdammt, gehen wir nochmal zu dem Questfeld in die Richtung. Vielleicht finden wir da noch irgendeine relevante Info, was ich zwar bezweifle, aber die haben wir schon ausgeräumt, oder? In McBrides Haus. Hallo, Sie sind nicht von hier, oder? Mein Name ist Dusty. Hä? Toll. Mit dem können wir... Das ist ja unfair. Den will ich aber nicht umbringen. Können wir jetzt vielleicht mit dir reden? Hoffentlich entspricht alle... Genugtuung. Kommen Sie mit. Es gibt etwas, das Sie sehen sollten vor dem Dinosaurier. Gut, wenn Sie meinen. Es war einfach. Also kein bisschen naiv. Kein bisschen naiv, genau. Komm, beeil dich. Das wird echt eine tolle Überraschung.
schneller. So, wo soll ich jetzt hin? Irgendwo vor dem Dino. Da sitzt da irgendwo. Sekunden zu leben. Wow. Das ging schnell. Null. Wir sollen zu gut zurückkehren. Der war ordentlich. Ich wollte gerade noch sagen, Sekunden zu leben. Fünf und dann fliegt uns schon der halbe Kopf entgegen. Nehmen wir das mal mit aus. Okay, das brauchen wir nicht. Aber das kam unerwartet. Ich dachte, wir stellen uns jetzt noch daneben. Sie fragt uns ein bisschen, ja, was ist denn jetzt hier? Und dann kommt der Schuss, aber dann boom, weg. Naja, war ein Unfall. Dafür will ich jetzt aber meine verdammte Belohnung kriegen, endlich. Wehe, wenn nicht Boon, wehe. Also schön. Wie sind Sie drauf gekommen? Ich habe den Kaufvertrag gefunden. Sollte mich nicht weiter überraschen. Passt zu denen, dass Sie den Papierkram aufheben. Hier. Mehr kann ich Ihnen nicht geben. Ich denke, hier trennen sich unsere Wege. Sind Sie nun ein Gesetzloser? Nein. Da draußen sterben Leute. Und meist macht sich keiner Gedanken, wer schuld ist. Ich glaube, die meisten verdrängen das lieber komplett. Außerdem war ich gar nicht im Dienst, als es passiert ist. Genau. Dann viel Erfolg. Schade, dass wir nicht noch mehr raus erpressen konnten. Der kaputt. Ich will den Fernseher mitnehmen. Oh, jetzt ist der Fernseher auch kaputt. Jetzt will ich ihn nicht mehr. Aber das können wir noch einpacken. Ich weiß gar nicht, was die eigentlich genau gut sind. Geben halt nur einen Trefferpunkt dazu, aber wiegen halt recht viel. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die irgendwie großartig brauchen. Deswegen lasse ich sie mal liegen. So. Da sind sie lang. Gehen wir nach Boulder City. Wo liegt das wieder? Okay, in die Richtung. So, wie kommen wir wieder auf die Straße zurück? Irgendwie möglichst abkürzen. Verdammte unsichtbare Wand. Aber hier geht's doch bestimmt lang, oder? Du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht hier drüber springen kannst. Anscheinend doch. Anscheinend nicht. Jetzt ist auch noch ein Speichern. Und am besten mal in Richtung der Straße gehen. Am sichersten einfach auf dem Highway zu laufen. Besonders für Fußgänger. Aber stimmt wahrscheinlich wirklich, dass wir hier nicht so viele wilde Tiere treffen werden. Auf der Route 95. Da müssen wir auf jeden Fall noch hin. Das ist, glaube ich, dieses erwähnte Helios-Kraftwerk. Das können wir uns dann Bedarf auch noch anschauen. Die Präzision ist aber echt schon höher. Perfekt. Die Straßenschäden mal wieder. Die sind auch Geisterläufer. Laufen auch noch auf der Gegenfahrbahn. So, wo liegt jetzt Border City oder so, gell? Wie weit ist es dann auch? Okay, fast die Hälfte haben wir schon geschafft. Halt mal nur so eine Sache, die Laufwege. Dafür ist es einfach auch vom Areal her so richtig schön riesig. Da kommen wieder Revolverhelden mit Messern. Oh. Sehr gefährlich.
Oh, da ist ein Panzer. Ja, reicht schon. Das ist echt krass. Aber ich muss auch mal einen kurzen Cut machen, bis... So, Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Und auch für den unvorhergesehenen Tod. Naja, erlegen wir mal die Maulwurfsrasse. Auf heroische Weise. Jetzt wissen wir auch, wir sollten nicht mehr den anderen Revolver helfen, weil ich bitte laufen. Was auch mal für eine Waffe trug. Das ist gewiss nicht allzu gesundheitsfördernd für unsere Körperteile und unser Leben. Aber das weiß man immer erst im Nachhinein. So, wo sind die? Wir nehmen auch mal schwereres Geschütz, würde ich sagen. Die Scheibe dämpfte nicht. Das können wir mal nehmen. Das Jagdgewehr haben wir noch nicht ausprobiert. Why not? So, da hinten laufen wir. Och man, ich will endlich das Heckenschützengewehr. Aber das kommt erst zu spät. Das ist verdammt praktisch. Da kann man dann sogar im Nahkampf quasi Kopfschüsse verteilen mit dem Heckenschützengewehr. Haben wir natürlich auch was. Und zwar das hier. Ah, Genugtuung. Schon viel besser. So, gucken wir mal, was die bei sich haben. Noch eine ziemlich. Wir werden hier echt richtig zugemüllt mit Kram. Das ist echt verdammt krass. Eine Eieruhr. Boah. Aber ich. Die nehmen wir tatsächlich mal mit, weil damit können wir später, glaube ich, eine Zeitbombe oder sowas bauen. An der Werkbank. Und das ist schon auch ganz witzig. Dazu brauchen wir auf jeden Fall eine Eieruhr, das weiß ich noch. Perfekt. Perfekt, der hat ein Jagdgewehr. Das können wir wieder. Und eine verstärkte Lederrüstung. Ich werde überlegen, was tragen wir denn gerade? Eine leichte Lederrüstung. Ich glaube, die nehmen wir mal. Cool, wir haben jetzt ein Barett bekommen. Wo haben wir denn das wieder? Ja, ziehen wir es an. Und die versteckte Lederrüstung und die kann weg. Und die... Wieso halten wir denn jetzt nicht das Jagdgewehr? Ich dachte, wir haben auch noch ein bisschen Munition. Und jetzt ist es auch um einiges haltbarer wieder. Feuer brennt, muss auch irgendwo noch jemand sein. Oder es hat zu denen gehört. Kann ich mir natürlich jetzt auch einreden. Tankstelle Eldorado. Hier scheint aber wirklich niemand zu sein. Gucken wir uns doch mal das Innere an. Geld und noch mehr Geld. Boah, und Munition. Wie viele Munitionskisten hier finden, das sehe ich ab nochmal. Stimpacks. Wir können uns nicht beschweren. Und noch ein Redaway. Das ist aber eine volle, oder? Ja, krass. Die haben wir. Da liegt noch etwas Geld rum.
da war noch irgendwas, aber egal. Wird jetzt nichts mega wertvolles gewesen sein. Oder? Nope. Okay. Dann war's das auch hier. Und bevor wir uns weiter in die Richtung aufmachen, jetzt der richtige Cut fürs Folgenende. Bis gleich, man sieht's.